Moment. Den wandelnden Pharaon, die Bestrafer, bla bla bla. Die ihre Gräber entweiht haben, kann sich niemand entgegenweilen und überleben. Niemand außer Balk. Muss den Pharao Ramses in der Welt der Lebenden besiegen, bevor in der Welt der Toten beim Seetfest zur ewigen Ruhe betten kann. Ja. Okay, also. Was ich muss. Ja, ich muss ihn zur Ruhe betten, ich weiß es. Stell dir vor, ich kann lesen. Ich muss das Arschloch töten und dann muss ich hier in das Grab. Warum ich keinen Marker haben kann, der auf diesen Typen zeigt? I don't know. Das war nämlich auch der Grund, warum der mir dann nach der Villa quasi... Ach klar, jetzt läuft er weg. Die ganze Zeit folgt jemand, ne? Aber wehe, ich such den, dann läuft er weg. Jo, Gerda. Komm mal her. Let's go. Schnappen wir uns den Spack. Aber ich meine, ist halt schön, der ist immer noch Level 55. Aber keine Ahnung, wie ich den Tod kriegen soll. Ich meine, jetzt ist er nur noch 5 Level über mir. Vorher war er 6 Level über mir. So, ich hoffe, du bist der richtige Schatten. Ja, das war genau der, den ich anvisiert habe. Ja, so wucht das halt nichts, ey. Gut zu wissen, dass er einen super schnell eben den Bogen hat. Danke. Come on. Isidora, sie hat den Fluch der Pharaonen erweckt. Ich weiß, Bayek. Wollte es vor mir rechtfertigen. Des Pharaos Jib, sein Schut, sein... Zip-Schut, Zip-Bla, whatever. Geh und so töte das Vieh. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe betten. Warum ist sein Schatten auch 55? Macht mich gerade schon wieder hart mad. Ist wieder Level Scaling aus der Kloake. Kannst du dir nicht ausdenken. Welches Level hat die Quest? Oh, 50. Mhm. Ja, das ist absichtlich so, ne, damit das halt auch nicht einfach wird. Ja, richtig. Der pupst mich ja nur um und ich mache keinen Schaden an ihn. Was darin endet, dass dieser Fight einfach gefühlt 10.000 Jahre dauern wird. Und mal gucken, wie viel so ein Assassinate auf ihm macht. Mein Gott, 244. In 3 Jahren habe ich ihn dann tot. Das ist lächerlich. Okay. Für die Gifted Player Challenge. Das ist keine Challenge. Das ist straight Folter. Das ist straight Folter. Jetzt weiß ich auch, warum der DLC 10 Stunden dauert. Davon sind 4 Stunden Grinding. Sie hat den Fluch der Pharaonen erweckt und wollte es vor mir rechtfertigen. Des Pharaos Jib, sein Schut, sein Ren. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe betten. Okay. Finde und besiege
Ramses ich finde es gut, dass mir das Spiel das Original vorgibt. Okay, Fundort von Ramses Schatten. Wait, what? Ich muss nicht den besiegen? Ich bin verwirrt. Ich lese es gerade auch gar nach und die Lösung für diese Quest ist dumm. Also, was man anscheinend tut, ist, man geht nach hier. Das ist so dumm. Das ist next level stupid. So, man geht nach da. Das ist ja die Kreuzung, ne? Yep. Und hofft darauf, dass der auch taucht, weil anscheinend ist Ramses Schatten einfach so ein lustiger Pharao-Curse-Heine, der auftaucht. Sie kommen mit scharfen Zähnen und monströsen Fratzen. Leblos, doch wandelnd. Sie strafen uns. Sie sind. Weil ich meine, an sich ist die Strategie ja auch, dass. Das ist so. Dumm. Du musst irgendwo über einen Trigger laufen, um so einen Schatten zu triggern. Und dann musst du da hinlaufen und hoffen, dass es der richtige ist? Weil talk about cryptic shit. Da wäre ich nicht nie im Leben drüber gestolpert. Nie im Leben. Weil das ist halt nur ein pharaonischer Schatten. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass das rein zufällig der von Ramses ist. Kors Riesens. Und wenn nicht, muss ich quasi weiter so. Was geht mit meiner Leiste da unten? Die war ja gerade voll im PlayStation. Vier Controller-Modus, ey. Diese Bar, Mann. Das war anscheinend der falsche Schatten. Das ist so dumm. Das ist. Nee. Halt, bitte. Ich laufe also jetzt durch Theben in der Hoffnung, dass ich irgendwann den richtigen Schatten trigger. Cool. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist ja richtig Next Level, du. Ja, willkommen beim spannenden wir joggen durch Theben. Jetzt bin ich nicht mehr in Theben. Was ein Problem ist. Jetzt bin ich in Theben. Jetzt müssen wir nur den unsichtbaren Trigger finden, der die Schatten triggert. Es ist so dumm.
Jetzt, wer das nicht engaging Gameplay findet, ne? Weiß ich auch nicht mehr. What the fuck? Angeblich taucht er super häufig an dieser Kreuzung auf, wo ich bin. Angeblich. Ich merke da nichts von. Vielleicht muss ich in die andere Richtung laufen. Sie kommen mit scharfen Zähnen und Messer. Shut the fuck up. Hier ist halt nichts, ne? Schön. Ja. Wo? 300 Meter geradeaus. Du da! Halt! Vielleicht ist das ja Ramses Schatten. Ja, angeblich irgendwo in der Mitte des Platzes. Ja, ja, ich hab das Ding auch auf. Ich sehe es. Und anscheinend muss er immer wieder auf den Platz laufen und davon runter, um die zu triggern. Aber es scheint vollkommen random zu sein. Laut Karte war es bei dir eine Kreuzung weiter oben. Neben dem Seeding. Oh, stimmt, das ist echt eine Kreuzung weiter oben. Ich sehe es gerade. Aber ich bin ja gerade nach Norden gelaufen. Nein, ein pharaonischer Schaden. Du gehörst nicht hierher, großer König. Okay. Mhm. Die Erde bebt. Nimm deinen Platz zwischen den Göttern ein, Ramses. Ramses Tempel. Erbaut, um sich seiner zu erinnern. Enthält er das Geheimnis seines Grabes? Jupp. Jupp. Ist klar. Warum kann ich nicht... König der Könige. Reiche das Haus des, der Millionen von Jahren des Usamat Reset in Re. Okay. Das klingt halt wie eine Adresse. Ist hier ein Schiff? Da ist eins. Kann ich da einfach rüberporten? Nope. Ja, der Dialog war der richtige. Sonst könnte ich die Quest hier nicht machen. Aber es ist halt einfach weird, weil es ist halt... Das Problem, was ich an der Quest einfach sehe, ist, dass es random ist. Und da muss man halt auch zuerst mal drauf kommen. Es würde mich nicht wundern, wenn Leute einfach überall rumgeguckt sind, nur nicht in der Startstadt. Das ist halt so. Perfekt eingepackt. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Banditen haben hier gelagert. Falls noch etwas übrig war, haben die es jetzt. Wie viele Banditen sind hier? Nee, ich glaube, das spiele ich Stealth. Das sind dann doch ein paar sehr viele. Was soll ich nochmal genau machen? Irgendwas, was den 9 Meter weg ist. Ich sehe es nicht ganz.
glaube, ich muss den 48er töten. Was war das denn? Was? Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Weil das Ding ist einfach, ich meine, klar sind das pharaonische Schatten. Ich meine, da reden die auch die ganze Zeit von, aber trotzdem, das ist so like, what the fuck? Ein unmarkiertes Grab mit derselben Kartusche aus den Hymnen und Liedern. Bring das Ding zu Dings. Da war ich doch eben. Ja, das ist doch hier, da kann ich doch hinreisen. Nee, kann ich nicht, weil ich bin in... Moment. Seit wann kann ich reisen, wenn ich in einem Sperrgebiet bin? Interessant. Sehr interessant. Was werde ich im Grab des Pharao finden? Weitere Schändung? Ja, das Übliche. Jungfrauen, bisschen Gold, was zu essen. Big Mac. Übliche. Welchem Pfad soll ich nun folgen? Ach, komm mal. Hi. Bajek von Siva, du bist gekommen. Wirst du meinem Gatten Ramses helfen, seinen verdienten Frieden zu finden? Wisst ihr, was mich daran gerade stört? Er kommt in diese Kamera, ja, und ist so like, boah, Dude, wo soll ich nur lang? Und tut so, als ob er den leuchtenden Spalt nicht sieht. Und, ach. Nee, einfach nur nee. Hast du die Unschuldigen getötet, die Schwachen? Ja. Hast du für dich selbst getötet? Ja. Hast du Rache geübt? Ja. Im Zorn ja. Hast du die Herzen Unschuldiger verängstigt? Aber sowas von. Ich bin ein Offender all dieser Dinge. Und ich hatte dabei auch noch Spielspaß. Aber ich muss einfach nur hier unten hin. Ja, das ist ja einfach. Ramses der Große ist dein Gemahl? Im Leben war ich seine am meisten geliebte Gefährtin, die Lieblingskönigin eines großen Mannes. Wieso wandelt er durch das Schwarze Land? Er lebte ein glorreiches Leben, vernichtete unsere Feinde, er gab uns Wohlstand, aber im Tod findet sein Kar keinen Frieden. Einst waren die Magi die Diener der Pharaonen. Ich bin kein Magi mehr. Aber du weißt, was es bedeutet, dich zu opfern für etwas Größeres als dich selbst. Ramses hat Ägypten gedient wie niemand anderer. Hat er denn nicht ewigen Schlaf verdient? Was könnte ich denn tun? Ich flüstere das Ritual in dein Ohr. Wirklich? Die flüstert es in mein Ohr? Beendet Hemsut eines Pharao, der K eines Pharao. Okay, was ist denn mit dem K? Finde und beschafft das K.
Warum erwacht ich das? Ja, ist egal. Du bist der Mundschenk des Hüters der Harmonie. Befreie die große Kriegsbeute und bringe seine Hemsu zurück. Der K von Usama Adre, nimm zornige Rache. Entreiße ihn jenen, die ihn verstecken. Er muss über den Sand schreiten. Seite an Seite müssen sie in die unsterblichen Federn aufsteigen und den Ba beschwören, den Wandler zwischen den Welten. Und du bist am Ende. Okay. Ich dachte, sie flüstert es mir ins Ohr, aber nein, sie ist einfach nur eine creepy Voice in meinem Kopf. Wo ist es? Das Gesicht des Gottes ist offen, enthüllt. Wirklich, Skorpione? Oh, das ist eine Höhle. Ah, hi, Hyänen. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Okay. Hier. Es gibt keinen Gott. Keinen Gott bei den Sternen ohne eine Gefährtin an seiner Seite. Darf ich deine Gefährtin sein? Ja, klar. Ich meine, Aya hat ja keine Lust mehr. Von daher, mach ruhig. Ja, hier hinten. Auserwählter des Re, sein Diener stürzt sich auf dich mit seinem Joch. Eifrig sei deine Klinge, Mundschenk. Natürlich, es sind ja zwei Augen. Was habe ich auch nur erwartet? Der Eingang ist halt super weird. Bedeckt, die Sterne verdunkelt. Ich komme hier nicht wieder hoch. Weil Bayek ein Vollidiot ist. Kletter, danke. Ganz ehrlich, wenn du Eier wärst, hättest du wirklich Bock auf Bayek? Naja, die andere die Frage kannst du genauso gut umgedreht stellen. Hättest du Bock auf Eier? Wenn Bayek ist halt der Pantoffelheld und Eier ist irgendwie die zickige Bitch. Von daher. Macht keinen Unterschied. Und natürlich 10.000 Wachen, ja? Warum bin ich nicht überrascht? Diese Zone ist tabu. Du mochtest die neue Eier mehr, echt? Jupp. Ich hatte nicht mal den Millisekunde Zeit auszuweichen. Kannst du auch stehen? So viel Blut hast du verloren. Er sieht das Saphirgrün, das Himmelblau und das Türkis als Sterne. Der Schleier um seine Augen ist gelüftet. Der ja, ist ja beruhigend. Muss sich am eigenen Schweif laben. Okay, die Quest ist fertig. Next. Kriegsgefangene.
Hatten wir ja noch nie. Die war hyperaktiv. Die sind alle anstrengend. Ja, lass mich noch ein bisschen weiter dahin laufen und dann suche ich mein Ziel. Dann treffe ich vielleicht auch alle gleichzeitig. So.